Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Hallo meine Freunde, ja, ich bin's wieder. Und, oh Gott. Wow. Ich habe jetzt so ein bisschen nochmal nachgeguckt und wir müssen hier nur einen einzigen Gegner theoretisch töten und dann hätten wir es eh schon, aber nee. Wenn, dann hauen wir schon alles kaputt. Oh Gott. Wir müssen nämlich den Vertreter des Wundkönigs, der hier so rumlungert, so umbringen. Der dürfte dann eigentlich eine Notiz bei sich haben. Und was ich vergessen habe, jetzt mal zu erwähnen, wo ich das Fleisch reingelegt habe, das habe ich vergessen gehabt. Wenn man da einen großen Seelenstein reinlegt, also geht einmal in der Woche halt nur, dann Seelenfalle drauf castet, dann kann man sich einen schwarzen Seelenstein herstellen. Ist ganz nützlich, würde ich mal sagen, aber tut da jetzt nichts zur Sache, Leute. So, der erste ist down, das finde ich ja schön. So, ich vergesse immer wieder zu blocken, also das ist so wichtig in diesem Spiel. Na komm. Generell, in Elder Scrolls Spielen, blocken kann euch echt den Arsch retten. Deswegen hast du auch teilweise Waffen, wo man nicht blocken kann. Was zur Hölle? Ja gut, dann bin ich mal etwas... Dann, naja, ne? Ich will ja hier kein Risiko eingehen. Na komm, steh auf. Spaß. Na komm. Ha, was ist das? So, also hätte ich, also heute ist es jetzt so 5 Uhr oder so, glaube ich auf jeden Fall. Ich schaue es mal recht nach unten. Oh, es ist 5 Uhr, wenn ich das gedacht. Nee, auf jeden Fall, also heute Mittag hinausgekommen bin, wollte ich eigentlich aufnehmen schon früher. Da habe ich mir aber gedacht, wenn du das jetzt machst, dann gute Nacht. Weil ich so überaus übelst angepisst war, das war nichts mehr schön. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war letzte Woche krank, Schule und so, bla. Und dann komme ich natürlich in die Schule und da weiß man einen Test schreiben. Da denkst du dir erstmal, boah, geil. Das verkackst du sowieso. Was ist? Ich hab's verkackt. Ich hab eine 5 rausgekriegt, weil ich den Stoff nicht kannte und oh, halt's Maul. Ach, in den großen Seelenstein muss ich übrigens nachtopfern. Wann mache ich das? Na, auf jeden Fall, wo war ich? Eine 5 rausgekriegt und sie so, ja, das hättest du aber besser machen können. Ich wollte die einfach nur umbringen. Also, Mann, was sag ich da? Ich bin nur ran, 2 Minuten wegen den ganzen Azubis hier. Wow. Wow, ich meinte natürlich, ich, wollte... Ja, komm, komm einfach mal her, okay? Ins Gesicht tragen, weil sag mir jetzt nicht, der ist schon tot. Sag mir jetzt bitte nicht, der ist schon tot. Warte mal, ich bin noch nicht tot. Oh, du bist auch schon tot. Hä? Ach ja, genau. Hab ich ja ganz vergessen. Ich habe ja noch die Skelett, die Vampirismus-Attribute. Die so ein bisschen helfen, sag ich mal. Auch nur so ein bisschen natürlich. So, du Totenbeschwörer, Fuzzi. Oh mein Gott, also der Quest, der ist also die. Also Vampirismus ist dann schon ein Vorteil, aber ich mag es eigentlich wirklich nicht. Überhaupt gar nicht. So richtig mal, überhaupt gar nicht, weißt du? Ich denke schon, dass ihr mich versteht, Leute. Wow, und der drisches Langschwert. Ach übrigens, ich weiß jetzt schon, was ich nehmen werde. Sollte ich Skyrim playen? Okay, ich werde es jetzt playen, aber das kann noch etwas dauern. Darauf könnt ihr wetten. Und wenn ich es dann schlussendlich jetzt play, dann kann ich jetzt schon sagen, ich werde auf jeden Fall keinen Nord nehmen. Nein, wenn ich jetzt denken, Skyrim und dann keinen Nord in einem Let's Play, das ist totaler Quatsch. Also erstens mal, jeder, der Skyrim Let's Play, also die meisten auf jeden Fall, werden so einen verdammten... Also nicht. Ja, nö, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Oh, komm, mach ihn platt. Ich möchte ein bisschen reden. Naja, auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall... Ich werde einen Kaji... Kaji... Quatsch. Ich werde einen... Argonia nehmen, natürlich. Was auch sonst. Oh Gott, das ist wieder knapp. Jetzt fangen wir an. Agonia? Ich mag Agonia, wirklich. Also ich finde Agonia cool. Ha!
Nochmal nerv nicht. Ja, komm. Oh, toll, er hat wieder Instant Kill benutzt. Warum gibt das zu kaufen? Ich will das auch haben. Was? Ja, hier krank der Hexerei, stark der Tragen, Eissturm, irgendwann schützt mich mit. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, dass ich ja jetzt nochmal was raushau, großartig, also. Weißt du einfach, was ich kann? Wow. Na komm. Ein Schein, wirklich gut erstanden, ja super. Ach ja, stimmt, Untote sind ziemlich gegen Magieresistenz, hab ich ganz vergessen. Wow, wow, wow. Hey! So, kurz mal. Ach, passt schon. Cool. Also ich werde versuchen, jetzt relativ viel, Oh, ich habe ihn entwaffnet. Das ist ja schön. Warum hat er auf einmal einen Stab? Was verpasst? Sehr schade, dass man Zauber nicht blocken kann. Sollte ich jemals irgendeinen Helm oder Rüstungsteil, dänisches Rüstungsteil natürlich, mit Schaden reflektieren finden, dann geht's hier richtig ab, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Oh shit. Weil Schaden reflektieren ist so ziemlich das Ober-Mega-Master-Längste, was es im ganzen Spiel gibt. Es gibt nichts länger. Nichts. Wirklich gar nichts. Dagegen ist Beschwören der Masterstufe, also Sturm und Tornado und so ein Scheiß, das ist dagegen total einfach. Also das ist dagegen total fair und human. Weil Schaden reflektieren, es gibt nichts. Also wirklich später, wenn die Viecher so übelst hardcore. Die Schadenriemen machen dann teilweise 20% Schaden reflektieren. Das ist viel. Das ist richtig viel. Wie ich schon mal erzählt habe, ich habe ja mal den Dingens, den Typen da, also Arena. Meister da nur mal dadurch gekillt, dass ich geblockt habe und dabei Dingens Schaden gekriegt habe, 2% oder so. Und dadurch ist der so übelst drauf gegangen, das glaubt ihr gar nicht. Wow, eine Ratte. Ich hab dich umgebracht. Ey, du Plosmo. Ich geh mal alle mit einem scheiß Instant. Egal. Au. Nein, 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 nein. Du würdest mich jetzt ganz bestimmt nicht. Wir alle versucht mich umzubringen und nie Erfolg haben. Niemals. Egal. So, wir suchen uns mal weiter hier in der Höhle rum. Och, 70 Gold, davon kann ich mir jetzt eine neue Großmutter kaufen. Yay! Ja, padu. So. Das ist so krass. Bam. Ganzen Tag machen. Aber ich kann es leider nicht. Naja. So ist es nun mal. Warte. Nach links ging es ja. Links musste ich ja vorgeschlagen. Hat da gerade ein Skelett? Ein Skelett beschworen? Was zur Hölle? Ach, so ein Champion. Mal dann. Vor allem generell, Skelette in Skyrim, die könnt ihr so unglaublich vergessen. Die haben wirklich gar nichts drauf. Da brauche ich mit einem Zweihänder ganz normal einen Schlag und die sind weg. Uff. Hey. Bärischer Pfeil, scheiß drauf, nehmen wir mit. Ektoplasma, hey, hey. Inneres, Allerheiligstes. Oh yeah. Gerade wie ich das gemacht habe, es ist... Oh yeah.
hat meine Lampe geflimmert, so ein tragischer Effekt einfach, wenn ihr versteht. Ja. Geh weg, Skelett, bin ich mit dir prügeln. Ja. Du geh her. Gehst du her, da? Ja. Gehst du her? Danke. Das finde ich sehr nett von dir. Ach, komm. Guck mal, was ich kann. Ich gebe mir jetzt wirklich keine Mühe für dieses Schloss, ganz ehrlich. Generell ist mir sowieso egal, ob ihr sagt, hey, das ist normal, knacken sie voll langweilig. Ich nutze nur, was das Spiel mir gibt. So, ich will ja keine Videozeit hinauszögern, weil ich 3 Stunden an so einem scheiß Schloss sitze. Weil ich total gelangweilt da sitze, weil ich weiß, dass es schneller ging, dann... oben Klick, ging nicht. Oben Klick ging nicht. Oben Klick ging nicht. Schade, naja. Nee, 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 so bin ich nicht. Hallo, wer ist da? It is me. Your worst dream. Hey! Oh, ja, für dich. Für dich auf, du scheiß Typ. Ich möchte dann mal den Typen bringen und hoffen, dass das Gespenst verschwindet. Und natürlich nicht. Ja! Komm, trau dich. Hey! Diese Viecher hasse ich einfach. Und natürlich werden die mit späterem Spielverlauf so viele Gegner werden, das glaubt ihr gar nicht. Da kommt noch eine Stelle und da denkst du dir erstmal, warum spielen? Das gibt es nicht. So, wunderbar. Wir können den Totenbeschwörer ausnehmen. Hey, du hast ein paar Tränke dabei. Und ein Flammengewitter. Und das Gespenst hat Ektoplasma. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Ihr Leute. Nein, ich glaube auch nicht. Oh Mann. Also, diese Erkenntnisse, die sind schon... Boah. Überwältigend. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas... Oh toll, eine Tollkirsche. Sorry. Aber flache Flachwitze sind halt einfach flach und vor allem von mir. Eigentlich wollte ich jetzt jeder auf die Fresse schlagen, aber hey. Euer Schleichen wird entzogen. Nein! Schleichen ist sowieso also für... Boah, Alter! Wie Schaden diese Sau macht. Komm her. Könntest du bitte einmal kurz stehen bleiben, damit ich die Fresse kontrollieren kann? Scheiß Bastard. Hörst du auf? Alter? Was ist das denn? Da sieht ihr mal, Magie ist scheiße stark. Von wegen immer Magie kannst du gar nicht machen. Das ist ein ganz normaler, lausiger, nichtsnutziger Opfer, nur Knall. Ich bin jetzt wieder ein Gespenst an. Nachher später werde ich wahrscheinlich irgendwann noch wieder Beschwörung skillen müssen. Weil, nein, nein, kein Licht. Oh nein. Nein, ich will kein... Nein. Ich will nicht gegen ein Licht kämpfen. Die sind so nervig. Wenn du, Holenuss, mir jetzt wieder meinst, guck mal, ich kann dir irgendwas entziehen, wie zum Beispiel Stärke, dann töte ich dich. Und zwar, ich töte dich auch so. Ja, aber das ist jetzt vollkommen egal. Wow! Na, guck mal, eure Stecken. Genau das meinte ich. Ja, nö, das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Kennt ihr den noch? Den habe ich auch in Dingens benutzt. Wie ist das nochmal? Weiß ich jetzt nicht. Wie beim letzten Quest. Könnt bitte greifen. Bitte greift diesen Scheiß nicht an. Bitte. Danke! Das hat sich ja jetzt echt gelohnt. Kleiner? Komm nicht her. Na gut, okay, dann kannst du jetzt auch herkommen, das ist dir wurscht. Oh, super, Knochenmehl. Boah, geil, Stab der Bannung. Krass, kranker Scheiß. Boah, geil, eine Kiste. Must have. Boah. Boah, oh mein Gott, Tränke! Ich brauche mal wieder Tränke, ich bekomme noch welche. Ja, Alchemie ist sowieso total overpowered, wenn man das richtig skillt. Also teilweise kommen da Gifte raus, da denkst du dir erstmal, what the fuck, wie stark.
Wieso hat der... Ach, dass der da runtergefallen ist, okay. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Weil irgend so ein...